So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Nekopara Part Nummer 25. Ja, 25, okay, fuck it, whatever. Wir machen einfach da, weil wir letztes Mal waren, mit unserer fucking Schwester, die jetzt auch irgendwie was von uns will, aus welchen Gründen auch immer, und natürlich auch noch komplett verarscht hat mit der Katzenpaarungszeit. Ja, wie du musst sein. Fakt ist, es ist nicht ganz so schlimm wie letzten Folgen. Vielleicht muss ich diese Folge sogar mal nicht zensieren. Das wäre fucking großartig. Also, machen wir weiter. She even secretly held Box up Chocolate Vanilla 2. Genau, da hat. Jetzt müssen wir aus irgendeinem Grund hier nochmal Flashbacks durchleben. It's hard to imagine a Chicory's little sister given how bright she is. Ja. Ist aber egal, ob es die Schwester ist, weil du stehst trotzdem auf sie. I take good care of Chocolate and Vanilla, so you don't need to worry. Come over whenever you want. I rested my hand on Shuri's cheek, filling it with my feelings of appreciation. Dass du sie appreciatest, das ist offensichtlich. So, Moment mal, hier so ganz kurz Mikro. So. Nisama, mhm. Shigure responded with a soft smile and by leaning her cheek against my hand. I could feel a softness and affection. Inwiefern affected dich das denn mit dem Harten? Of my small little sister passing through the palm of my hand and as warmth. Cool, cool. Ah, das ist ja großartig. Ah, Single Cowlick. Den Spruch habe ich auch nicht gehört. Oh, Roger that. Sorry, Shigure, I need to do a little bit of preparation to open this door. Genau, das kannst du mir auch helfen, wenn du schon mal da bist. Yep, you can just take it easy. Wow, fucking lebendig. Ah, danke, Diggi. Abmarsch. So, ich frage mich, was jetzt für ein Scheiß passiert. Die ist immer noch da. Ach wirklich? Das ja, aber ich nicht so. After being sure everyone had gone down to the bakery to work, Shigure sat on the living room sofa and muttered to herself. Du hast das Ganze ausgelöst, also tu mal nicht so. What? Those cat girls were once just little babies are already. So was? Knowing that she had done it to herself, she couldn't help but let out an ironic laugh. Echt mal. What the fuck? Was stimmt mit dir nicht? As if to ask her yearning heart for the impossible. As if it to confess to the person she loved, who was just nearby. She whispered it out once more. At least instead of me. I can trust my feelings to those cat girls instead of a girl I don't know. I'm okay with always staying by the side as his little sister. Breathing deeply to calm her prickling pained heart. She closed her eyes and leaned back on the sofa. Das ist Schmerzüberwindung over 9000. She leaped up off the sofa, giving both cheeks a quick slap and looked out the window. Beeindruckend.
What the fuck? Nisama's choice in underwear hasn't changed at all. Ja, gut, dass du das weißt. Lol. Roffel. Lal. XD. What the fuck? Wo seid ihr? Seid ihr aus einem fucking Flugzeug oder was geht da? Oder hat er sich endlich so versucht loszuwerden, indem er sich einfach in einer Rakete ins fucking Weltall aussetzt? Yeah, I guess so. Solange sie nicht so weiß wie deine Haare sind, ist ja alles cool. Really? I guess it must be. Killjoy. No, it's not that I'm being cold, okay? We were near the peak of the Japanese Sea Paradise main attraction Blue Falling. All around us was sky, sky, and more sky. The safety and security of Earth was far, far away. There to experience a nation's highest free fall at 107 meters, they say. And when you do, they're not kidding. Forced to get on the ride because of their whining. 110 Meter? Das ist gar nicht mal so viel. Ich meine, es ist nicht wenig, aber... Dude. Es gibt Riesenräder, die höher sind. Was ist denn ein Freefall aus 107 Metern? Das ist gefühlt gar nichts. Ich meine, wenn man in der Schule mal 100 Meter Lauf gemacht hat, da ist noch mal 10 Meter drauf rechnet, das ist nicht so viel. Das ist fucking überhaupt nicht viel. Forced to get on the ride because of the whining. I was facing the most extreme threat of my life ever. Actually, how can the two be so calm? Dude, das sind fucking Katzen, die können einfach. Ah, okay, deswegen mögt es immer auf Bäume zu klettern und rumzuhören, wenn ich mir runterkomme. Interessant. Lol. Isn't that just because you guys like high places? I wasn't even able to say only fools and smoke like high places. I could only quiver as I was overtaken by more fear the higher we climbed. Then that merciless sound coming from the monitor has seemed to go on forever. Suddenly stopped. Und gleich whoosh. 3, 2, 1. Drop bye it. Bye. Lol, what the fuck? Hey, lol. Okay, jetzt muss ich erstmal ein paar Sachen. Hier sind ein paar Sachen gerade ganz, ganz falsch. Okay, zuerst mal die Announcer-Stimme. Haben wir gerade die Teriyaki aus Folge Nummer 1, 2, 3 getroffen? Hat er jetzt den Beruf gewechselt? Dass er jetzt hier einen Announcer macht? Und das zweite, was zur Hölle haben die denn an? Erstmal, die waren noch. Gerade noch, ich meine, na gut, ja, haben sie es nicht beendet, aber. What the fuck is this? What the fuck? Seriously? Drip-Kopfhörer. Oh, Rip-Kopfhörer 2. Grrrr. Hä, hey, gerade saß es doch noch neben denen. What? Also jetzt einfach nur ein random Achterbahn sein. Hä, hey, was zur Hölle haben die denn hier an? Haben die das neue Standard-Freizeit-Uniform? Was zur Hölle? Oh, Digga, meine Ohren! Ich glaube für die Synchronsprecherin, einfach nur für die Sprecher, Ist das nicht fucking anstrengend, so verdammt nochmal aufgeregt zu klingen? Jetzt mal ernsthaft. Shoot,
schön, dass man Vanillas normale Stimme mal hört. Jodelaihiho. Was ist das für ein Auto, was da the fuck? Und wieso sind die plötzlich 5 Jahre jünger aus? Digga, das killt meine Ohren. Ah, okay. Das ist also unser Dude da hinten. Das sind also fett wir, hä? Wir haben sogar Augen. Heftig. Aber wir sehen auch fucking jung, wir sehen auch aus wie, keine Ahnung, 14 oder so. Lol. Nein, bin ich nicht. Ich kotze vielleicht nur ein bisschen. Aber die Entwickler hätten sich auch mal für eine Musik im Hintergrund entscheiden sollen. Das hat nochmal. Oh, it's a bit embarrassing. Being this old and this. Fuck, was denn jetzt los? Oh, dick. Das tut mir weh. RIP Kopfhörer, Nutzer. RIP. It's just a riot, calm down, it won't kill you. Sagt der Angsthase. Das ist schön. Naja, die Jungfräulichkeit können sie ja schon mal nicht mehr verlieren. Hold on, there's an emergency exit over there. Hold on until then. Hat die Synchronsprecherin von Vanilla plötzlich ihre Stimme vergessen oder verloren? Oder musste die einfach mittendrin eine andere nehmen? Oder was ist da los? What was it? Urg just now, don't give up. Hey, Vanilla. Ach, ja, How about now? Wait, let me rest, really? Seriously? Lightheaded, I sat on the bench feeling groggy. Groggy? Ernsthaft groggy, cocky? Ich meine, cocky ist vielleicht in Deutsch, aber das sag ich ja. To think amusement parks could pack this much punch. Das soll ein fucking Date sein. Habe ich da was nicht mitgeschnitten? Ich wollte auch gerade noch arbeiten, for fuck's sake. Oh, im Sinne von closed up meine ich einfach mal nur den Tag geschlossen, nicht die ganze Bäckerei geschlossen. I know, I get it. Just give me a second. Tschüss. Was ist jetzt los? Ja, das ist ja großartig. Ich sehe sich immer noch nur an sie ranklammert. Das ist doch einfach ein Traum. Ja, anscheinend habt ihr euch ja Maximum Mühe gegeben. Flower, Flower. Flower, Flower. Und noch mehr Flower, 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 Flower. Blume, fucking Glocken und dann dieses fucking Outfit dazu. Ich meine, seriously? Aber von dem, was ich weiß, ist das glaube ich nicht das P18 Outfit. Ich weiß es nicht. Das mit P18 war noch ein bisschen mehr freizügig. Keine Ahnung, was da los ist. Ich meine, würde ich mir erzählen, dass ich nicht die P18-Version habe, nach dem, was wir vor 2 Folgen noch gesehen haben. Ah, auf jeden Fall. Ist das jetzt genug Kontext schon mal für die nächste Folge? Ich beende den Part jetzt hier. Haben wir gleich einen guten Einstieg für die nächste Folge. Sehen wir uns dann zu Part 26 wieder, wenn... Ich weiß nicht, worauf das noch hinauslaufen wird. Lass mich überraschen. Also dann, bis zum nächsten Part und bis dahin.